You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. Ah, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Das wird unser erstes Video zu einem Stellplatz in Polen. Hier und da haben wir nicht so hundertprozentig, wie wir es sonst haben, alle Informationen beisammen, weil wir doch hier hin und wieder an die Sprachbarriere kommen. Aber um hier eine Zeit zu verbringen und euch das Notwendigste zu zeigen, reicht es allemal. Wir stehen hier in Swinemünde im Yachthafen auf dem Wohnmobilstellplatz, auf dem auch Wohnwagen erlaubt sind. Zelte, PKWs, in denen du pennst, also irgendwie nach dem Motto, ich schlaf hier, alles andere ist erlaubt, ist einmal die Seite zur Swine hin, wo du die Schiffe wunderbar beobachten kannst, und davon gibt es hier jede Menge. Und das vom Wikinger-Schiff bis hin zum Containerschiff oder einer großen Fähre. Und die andere Seite des Stellplatzes geht zum Yachthafen rüber. Also von daher gibt es hier jede Menge zu gucken. Da kommt ein Lotsenboot. Ich weiß gar nicht, ob ich zu verstehen bin. Und ihr könnt euch hier aussuchen, wie und wo ihr stehen wollt. Wir zeigen euch jetzt einmal alles, weil das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und zentrumsnah liegen wir hier nämlich auch noch. Wir nehmen euch mal mit. Ihr kommt mit dem Navi relativ gut hier hin. Die Straße steht bei Park4Night wie auch bei ProMobil drin, allerdings ohne Hausnummer. Deshalb sagt an der Stelle euer Navi, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Die Straße fahrt ihr aber dann weiter geradeaus, nicht die abknickende Vorfahrtsstraße nehmen, sondern geradeaus fahren. Und dann seht ihr auch schon gleich hinter den Bäumen das Schild Yachthafen. Aber das zeigen wir euch jetzt. Und da seid ihr dann auch schon im Grunde auf dem Stellplatzgelände. Fußläufig seid ihr hier relativ schnell im Zentrum, das hier hinten schon beginnt. Und wenn ihr in die andere Richtung geht, kommt ihr zur Promenade und an den Strand. Oder erst zum Strand und an der Promenade. Der fängt nämlich schon ein Stückchen früher an. Wir haben hier mehrere Ausflugsziele, die ihr fußläufig erreichen könnt, wie die Engelsburg und das Zachodini oder so ähnlich. Ich kann das von hier nicht erkennen mit der Sonnenbrille. Alles gut fußläufig zu erreichen. Und ansonsten gibt es hier auch die Möglichkeit, wenn ihr das nicht alles zu Fuß machen wollt, mit den unterschiedlichsten Gefährten zu erreichen. Es fahren Oldtimer nachgebaut herum, da kommt einer. Ihr könnt die Pferdekutsche, die Bimmelbahn nehmen. Es fahren Ausflugsschiffe. Und wir haben fußläufig hier erreichbar auch die Fähre, die euch auf die andere Seite bringt. Die Stadtfähre ist kostenfrei. Das am Rande, bevor ich es euch gleich vergesse zu sagen. Es gibt hier natürlich hier vorne die Straße rein, müsste es gewesen sein, ne? War ein Lidl? Ich meine ja. Hinter diesem, ich weiß nicht, ob es ein Amtsgebäude ist oder so, auf jeden Fall das Haus mit den Fähnchen. Dahinter müsste der Lidl sein und noch ein anderer Discounter. Und alles andere finden wir auf dem Platz. Da der Yachthafen auf dem alten Kanonenhafen der Engelsburg basiert, haben wir hier auch die Sightseeing-Kutschen und andere Gefährte, die einmal bis am Ende des Stellplatzes fahren. Und die können dann nämlich dann auch sehen und bestaunen. Die sind echt interessant, gerade die alten Oldtimer. Also wenn ihr dieses Schild auf der linken Seite seht, seid ihr praktisch da. Und nicht Wasserturm, das war mal ein altes Leuchtfeuer. Wasserturm haben wir da hinten. Und
Hier in dem gelben Gebäude sitzt auch der Hafenmeister, wo ihr euch gleich anmelden könnt. Ihr könnt aber einmal erst auf den Platz fahren, euch eine Parzelle aussuchen. Nein, keine Parzelle, eine Stellmöglichkeit. Der Platz ist nicht parzelliert, aber dazu sage ich euch gleich mehr. Wir gehen noch mal kurz rüber zum Stadtplan, damit ihr noch mal seht, wo die Lage des Platzes ist. So, hier noch mal kurz der Ortsplan. Wir stehen hier am Becken des Yachthafens. Ne? Und der Wohnmobilstellplatz geht einmal hier und einmal in der Mitte zum Fahrweg und einmal am äußeren Rand zum Becken der Yachtboote. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier die Fußgängerzone. Wir haben hier oben beginnend schon den Strand mit der Mühlenbarke und hier das ganze Stück ist die Promenade. Das ist fußläufig echt alles zu erreichen. Wenn du das hier kannst du rumlaufen, haben wir hier schon die Engelsburg. Und das alles haben wir euch natürlich auch schon gefilmt. Schaut in unser Video zu unserer Polenreise 2024. Da haben wir natürlich die ganze Umgebung, unsere Unternehmungen und Erlebnisse für euch festgehalten. So, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt suchen wir uns den Platz. Wenn ihr die Straße hier entlang fahrt, um euch einen Platz auszusuchen, wir haben hier ungefähr 100 Stellplätze, Platzmöglichkeiten. Es ist nichts parzelliert. Freischnauze, da wo ihr steht, da steht ihr. Die Straße ist so, wie man sich polnische Straßen auf dem Land vorstellt. Also hier hast du Schlaglöcher, Versatz und sonst was. Und das wusste ich auch nicht, dass der mit seiner Pferdekutsche einmal da über den Platz jückelt. Wir stehen hier mit Blick zum Wasser. Und da stehen wir, zeigen wir euch gleich auch noch mal. Und ihr könnt euch in der mittleren Reihe von beiden Seiten zu den Bäumen stellen oder hinten am Beckenrand zum Yachthafen. Hier ist dann die andere Seite. In dem hinteren Bereich könnt ihr nicht stehen, aber gleich ist auch wieder der Stellplatzbereich da. Hier haben wir den Yachthafen, ich glaube Polens größter Yachthafen an der Ostsee, wo ihr dann ab hier vorne auch wieder stehen könnt. Wie gesagt, der Platz ist ganzjährig geöffnet und verfügt über Strom, Entsorgung, Grau wie Schwarzwasser, Waschmaschine, Dusche, WC und Spülbereich. Und Frischwasser. Und Frischwasser. Zeigen wir aber gleich noch alles. Angemeldet und bezahlt wird beim Hafenmeister, wo wir quasi jetzt schon mehr oder weniger wieder drauf zufahren. Ihr könnt hier um das Hafenbecken einmal komplett drumherum laufen, aber dann nehmen wir euch gleich noch mal ein Stückchen mit. Wenn ihr Frischwasser in kleinen Mengen benötigt oder nehmen wollt, weil an der Entsorgungsstation ist eigentlich die Frischwasserversorgung, haben wir hier für die Boote an einigen der Stromsäulen noch eine Frischwasserzapfstelle, die ihr kostenfrei mitnutzen könnt. Da braucht ihr kein Geld einwerfen und auch nicht den Code eingeben. Was das mit dem Code auf sich hat, erklären wir euch gleich beim Strom. Rund um das Gelände, überall da, wo ihr auf Wasser trefft, sind einladende Bänke aufgestellt, Mülleimer, aber Hundekotbehälter oder Tüten, wo ihr die entnehmen könnt, haben wir hier nicht. Die müsst ihr schon selber mitbringen. Auf dem Platz sind Hunde erlaubt. Sie sollten angeleint werden, aber haben wir auch noch nicht gesehen. Angeln ist eigentlich, hinten steht überall verboten. Hier angelt jeder, nur wir nicht, habe ich das Gefühl. Und es kommen natürlich auch Leute zum Angeln mit den Rädern oder mit den PKWs hierher. Aber die stören nicht weiter. Selbstverständlich dürft ihr hier grillen. Und es gibt hier auch keine Auflage, ob Kohl oder Kohl. Ja, Kohl könnt ihr auch grillen, ob mit Kohle, Gas oder Elektro. Hier wurde gestern auch mit Kohle gegrillt, mit Grillanzünder
und einem Bunsenbrenner angezündet. Also das scheint hier so ziemlich egal zu sein. Aus Sicherheitsgründen würde ich das natürlich nicht befürworten. Wir sind eh die Gasgriller. Aber der Platz ist videoüberwacht. Es soll wohl abends auch so eine Art Sicherheitsschutz hier geben, der nach dem Rechten sieht. Wir haben jetzt keinen gesehen, aber wir sind auch nach 20 Uhr nicht mehr hier rumgelaufen. 20 Uhr macht der Hafenmeister sein Büro zu. Aber ich sag mal so, nachdem es wurde dann schlagartig auch dunkel, sind wir nicht mehr hier groß in dem vorderen Bereich gegangen. Ne? Da sind wir bei uns hinten noch gewesen, aber hier haben wir auch jetzt nicht geguckt, uns nichts aufgefallen. Aber die Nacht ist auf jeden Fall sehr ruhig. Du hast eventuell Geräusche vom Hafen, die aber sehr monoton sind und dadurch eigentlich nicht einen aufschrecken lassen. Also heute Morgen oder heute Nacht hatte hier das Schiff, das bei uns vor der Nase lag, abgelegt. Wir haben es nicht gehört, es war heute Morgen weg. Also von daher, und wir schlafen hellhörig und ich bin seit 4 Uhr wach. Also von daher muss das relativ geräuschlos passiert sein. Als es angelegt hatte, haben wir es ja auch nicht mitgekriegt. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Hafenmeister, damit wir uns anmelden können. Hier sind wir jetzt am Büro des Hafenmeisters, wo ihr euch anmelden könnt. Dafür geht ihr einfach durch die Holztür und wartet, bis sich jemand an der Rezeption an euch wendet. Ihr werdet nach eurem Kennzeichen gefragt und füllt ein kleines Formular mit eurem Namen, eurer Handynummer und eurer E-Mail-Adresse aus. Dann ist das Ganze schon passiert. Bezahlt werden kann nur in Slotty, das aber mit EC Cash oder Bar. Das könnt ihr euch aussuchen. Wir haben für die Nacht 28 Euro bezahlt, mit 2 Personen im Wohnmobil ohne Strom. Hinzu kommt die Kurtaxe, so dass wir auf etwas über 30 Euro gekommen sind. Ich sage euch das Ganze mal, weil es in Slotty war. Ich glaube, es waren 238 Slotty. Und mit der Kurtaxe waren wir dann auf 264 Slotty. Wenn ihr die WCs nutzen möchtet, kostet das 3 Slotty dazu pro Nutzung plus 7 Slotty für die Dusche ab 4 Minuten. Das WLAN ist kostenfrei, die Entsorgung ist im Preis drin, die Frischwasserentsorgung kostet, wir haben noch nicht geguckt, Stand der Dinge, 5 Slotty für 50 Liter. Und die Chemietoilettenentleerung ist wieder im Preis enthalten. Der Strom wird nach Kilowatt abgerechnet, dafür bekommt ihr einen PIN-Code, den ihr an der Stromsäule eingeben müsst. Was wir aber noch nicht gecheckt haben. Also kann sein, dass ich es gleich korrigieren muss. Der Preis, der im Internet zu finden war, war 3,90 Euro, also 3,9 Slotty für die Kilowattstunde. Es gibt noch Waschmaschine und Trockner. Das ist abgeschlossen. Da gibt es hier beim Hafenmeister wohl einen Schlüssel. Aber was es kostet, weiß ich nicht. Um euch das sanitär zu zeigen, tue ich jetzt so mal, als wenn ich mal Pipi muss. Ich gehe jetzt bezahlen, damit ich eine Karte bekomme. Ihr bekommt nämlich dann eine Zugangskarte, die ihr als Transponder gegen das Lesegerät der Tür haltet, damit sich diese öffnet. Ich gehe dann mal und sowas besorgen. Wir haben hier Handwaschbecken in ausreichender Zahl, Steckdosen, Spiegel haben wir auch. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Haare heute Morgen gewaschen habe. Wir haben Papierhandtücher. Es kann auch öffentlich genutzt werden, aber dafür sieht es gut aus. Hier haben wir die WCs, die überwiegend belegt sind. Aber alles vorhanden und relativ sauber. Das ist höchstens der Boden. Und dann haben wir hier hinten noch den Bereich der Duschen und noch ein kleines Bad, wieder mit WC und Waschbecken und moderne Duschen, die entsprechend dann mit der Karte, die ihr aufgeladen habt, nutzen könnt. Wie gesagt, 7 Slotty für 4 Minuten Duschvergnügen. Wir haben hier auf jeden Fall Regenwasserdusche mit den verschiedenen Bestrahlungsmöglichkeiten und den abnehmbaren Duschkopf. Guck
gucken wir nochmal hier rein, ist bis auf den Boden. So sieht das nämlich aus, wenn man hier mit Straßenschuhen reingeht. Alles in Ordnung, ausreichend Haken an den Wänden, Sitzmöglichkeit bzw. Ablagemöglichkeit, Mülleimer, alles in Ordnung. Wir haben hier den Damenbereich, den habe ich euch ja gerade gezeigt. Daneben haben wir dann dahinter praktisch die Herren. Hier haben wir dann zur anderen Seite hinüber noch ein Behinderten-WC, vielleicht auch ein Behindertenbad, das kann ich nicht sagen. Schlüssel gibt es dann beim Hafenmeister. Hier sind wir dann im Spülbereich. Wir haben drei Spülbecken mit den Abtropfhilfen. Und wie gesagt, ich war gestern hier drin, da war alles sauber. Es kommt immer darauf an, wie es hinterlassen wird. Und hier hinter versteckt sich dann noch eine Waschmaschine, die gegen Aufpreis wohl der Schlüssel beim Hafenmeister zu erlangen ist. Aber da der junge Mann sagt, er spricht nur Englisch, aber kein Wort sagt, kann ich euch dazu nichts zu sagen. Da sind Nein, er sagt nur Englisch. Okay, sprechen wir Englisch, sprechen wir gut. Aber der wollte trotzdem nicht reden. Von daher bin ich da an meine Grenzen gestoßen. An der Rückseite des Gebäudes haben wir Müllcontainer. Wie wir sehen, sie stehen nicht bis zum Bersten offen, also in ausreichender Zahl für die immer zu nutzen von den Skippern und von den Leuten, die den Stellplatz nutzen. Klassisch Plastik, Glas, grünes Glas und den Restmüll. Und dann haben wir hier auch einen Gasservice, aber es sind andere Flaschen wie bei uns, richtig? Wahrscheinlich, ja. Also die sahen nicht so aus, als dass die mir bekannt vorkamen. Deshalb brauchen wir nicht auf die eingehen, aber wir haben hier auch einen Gasservice, den ich, ja, wo habe ich ihn denn gesehen? Wenn man finden, Simon euch. Ja. Aber eins noch vorweg, wenn man ins Ausland fährt, es gibt so schöne Gasadapter, die kann man auf die Flaschen draufdrehen. Dann passen die auch wieder. Wir sind hier vorne auch schon wieder an dem Fahrweg, mit dem wir eben reingefahren sind. Und da befindet sich auch direkt am Anfang die Entsorgungsstation, die wir euch jetzt direkt zeigen. Wir haben die Entsorgungsstation und eine Betty, die gerade vom Sightseeing-Schiff bewundert wird. Ich wink mal freundlich. Hallo Freunde, die kennen mich nicht. An der Mosel, die winken zurück, die winken sogar vor mir. Anfahrt, vorwärts oder rückwärts, wie es für euer Ablass passt. Ich denke mal eher rückwärts, da der Tank bei den meisten ja weiter hinten liegt, richtig? Nur bei uns liegt in der Mitte. Ja. Und dann haben wir hier neben auch schon die Station für die Chemietoilettenentleerung, die ihr dann hier entsprechend tätigen könnt mit dem Spülwasser, so wie es aussieht, kostenfrei. Also und auf der nächsten Seite haben wir dann die Frischwasserentnahmestelle, die ihr gegen den Einwurf von Slotty in Münzen dann ziehen könnt. Hier haben wir es dann auch. Ne? Ein Wasser, ein Slot. Nee, was ein Slotty, 40 Liter. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Im Internet schon alles, nur das nicht. Dann haben wir das ja jetzt auch endlich mal klargestellt. Ne? Und hier habt ihr noch eine Bedienungsanleitung, wie dieses System da an der Seite funktioniert. Und wir haben keine Handschuhe diesmal dahinter liegen. Ja. Muss ich hier mal dazu sagen. Seit Wochen die erste Entsorgungsstation ohne Handschuhe. So, und jetzt kommt der Strom. Da so ein Stellplatzvideo hungrig macht, zeige ich euch vor dem Strom noch die Taverne. Die liegt vorne vor dem Hafenmeister. Dort könnt ihr relativ gut, so wie es heißt, und preiswert essen. Es gibt Fischsuppe, verschiedene Fisch- und Fleischgerichte, Biere, Cocktails. Ihr könnt einmal hier hinter dem Windschutz sitzen oder vorne auch in den Liegestühlen. Und es gibt am Zoo auch kleine Events, wo der Barbecue aufgebaut wird. Und dann könnt ihr da hinten auch noch sitzen. Im Moment ist hier gerade ziemlich viel Action. Wir fahren mal weiter, weil hinten gibt es noch so einen kleinen Grill mit Kiosk. Wenn ihr was vergessen habt, könnt ihr nämlich da auch noch einkaufen, ohne in die Stadt laufen zu müssen. Das zeigen wir euch gleich und filmen auf dem Rückweg, weil hier gerade die Pfadfinder ihren Heimtritt antreten. Und hier ist gerade richtig Bewegung. Ich gebe mal Gas, dass ich hier aus dem Trubel rauskomme. Hier auf der anderen Seite vom Becken
haben wir ein kleines Kiosk, wo ihr die nötigen Dinge kaufen könnt, die ihr vielleicht benötigt, wenn ihr was vergessen habt. Und abends steht Mutter am Grill und schmeißt da selbstgemachte Chibab-Chichi und richtig tolle Würste drauf. Also da habe ich gestern Abend richtig Hunger gekriegt. Und es gibt auch noch selbstgeräucherten Aal. Der Räucherofen steht daneben. Das Ding war richtig gut besucht von den Skippern hier. Und wenn ihr hier weiterfahrt oder geht, kommt ihr hinten auch schon an den Strand. Gegenüber ist die Engelsburg. Aber da schaut man das andere Video. Ich habe euch das gestern Abend im Fußweg gefilmt. Und es schließt praktisch da an, wo wir gestern mit dem Rad gefahren sind. So, und jetzt kommt der versprochene Strom. Dank eines polnischen Mitcampers sind wir jetzt abgedatet. Vorne musst du den PIN-Code eingeben. Hier legst du deine Karte hier oben auf dem Sensor ein und aktivierst damit. Aber die Karte ist, glaube ich, mit dem PIN-Code vielleicht kodiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt an der Rezeption, wenn ihr Strom braucht, da der Strom braucht. Der gibt euch eine Karte und mit der müsst ihr hier irgendwas machen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Der Strom kommt ohne Karte definitiv nicht aus der Steckdose. Das kann ich euch verraten. Und ihr bekommt auch einen Kassenbeleg. Genau, ich habe das ja noch gar nicht gesagt. Ihr bekommt noch einen Kassenbeleg und eine E-Mail, wo dieser Code draufsteht. Wie gesagt, wir haben es nicht genutzt, aber wir haben ihn trotzdem bekommen. Und ihr bekommt noch einen Aufkleber über eure Verweildauer, den ihr dann in euer Fahrzeug sichtbar anbringt. Also nicht draußen draufkleben. Wir haben ihn angesteckt. Da vorne liegt einer auf dem Armaturenbrett. Also wie eine Quittung, die man ja kennt, die man im Fahrzeug auslegt. Wann du abreisen musst? Keine Ahnung, an dem Tag, der auf dem Zettel steht. Uhrzeit finde ich nicht. An der Rezeption, an dem Büro des Hafenmeisters gibt es kein Informationsmaterial. Da steht auch nichts weiter. Und da er mit mir kein Englisch reden wollte, habe ich auch nicht weiter gehakt. Also von daher ziemlich entspannt hier aber alles. Aber der Platz ist schön. Ja, aber der Fazit machen wir hinten bei uns. Jetzt nimm noch nicht alles weg. Der ist aber teuer. Das ist teuer. Der Platz. Fazit. Der Platz ist teuer. Über 30 Euro. Ja, die werden ja auch billiger. Genau. Aber dazu sagen wir euch gleich hinten noch was. Wir zeigen auch, wie wir stehen. Und Alfred hat wieder die Seite, von der er aus, vom Bett aufs Wasser auf die Schiffe gucken kann. Das ist egal, wo wir stehen. So, das war letzte Woche an der Mosel so, das war am Rhein so. Das war immer schon so. Also wir müssen schon Hochwasser haben, damit ich von meiner Seite mal auf das Wasser gucken kann. Komm doch aber mal dann rüber. Du Idiot. Da stehen wir. Wie gesagt, mit dem Blick aufs Wasser. Der da hinten, der brummt zwar vor sich hin. Der stand gestern nicht hier. Der ist irgendwann heute Nacht gekommen. Da war es hier ultra ruhig. Die Nacht war bis auf sein monotones Schnarchen. Aber Alfreds Schnarchen war lauter als das Schnarchen von dem Schiff. Das muss ich dazu sagen. Die 4 Uhr, die kamen nicht nur von den Nackenschmerzen. Jetzt kommen wieder dumme Sprüche aus dem Hintergrund. Ja, ja. Deshalb mache ich jetzt schnell das Fazit. Fazit ist, mit etwas über 30 Euro ist natürlich ein Ticken mehr, als wir normal für Stellplätze bezahlen, ohne irgendwas dabei, außer der Entsorgung. Aber die Nähe zu den einzelnen Hotspots, ob es zum Zentrum ist, zu dem Anleger von diesen beiden historischen Bötchen, der Fähre, der Promenade, dem Strand, ist das völlig legitim. Und hier sind wir, glaube ich, die Einzigen, die den ganzen Tag unterwegs sind, weil unsere Nachbarn alle sitzen hier und gucken aufs Wasser. Mal stellt man sich die Stühle raus, mal sitzt man auch nur vorne auf der Bank, alles möglich. Und die Lage hier unter dem Baum mit dem Blick aufs Wasser ist echt toll. Und vor allem abends, wenn es beleuchtet ist. Wir sagen, es war auf jeden Fall ein guter Spot. Wir haben 2 Nächte hier gestanden. Nein, eigentlich erst eine. Die zweite kommt ja noch. Wir bleiben heute noch hier, bevor wir morgen weiterfahren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, wenn ihr uns ein Abo da lasst für viele weitere Stellplatz- und Campingplatz-Videos, die wir euch machen. Und natürlich immer mit der Umgebung im separaten Film, den wir dann gleichzeitig immer mit online stellen. Ihr könnt gerne natürlich unsere Videos liken, so wie wir euer Zuschauen liken. Ja, wir smilen dann. Und lasst uns auch Kommentare da. Wie war es bei euch? Wart ihr schon mal hier? Wollt ihr mal hier hin? Wir sind auch für Anregungen offen. Und von daher sagen wir, ein Platz, der von mir 2 Punkte bekommt, von Alfred auch, für das, was man hier bieten könnte. Aber für das, was man zumindest visuell hier geboten bekommt. Alles andere ist
Ich weiß ja nicht, wie die anderen Plätze in Polen sind. Auf jeden Fall sind wir neugierig. Wir zeigen es euch. Wir zeigen es euch. Und jetzt fahren wir im Fahrrad, weil wir müssen ja auch für das andere Video auch noch was in den Kasten kriegen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Platz hier.